Da ist jetzt so mit Bunt- und Lautstärkeregelung und jetzt habe ich den Energy aufgemacht und gar keinen Schluck davon genommen. Ist voll die gute Idee, einfach seinen Schraubendreher da reinzuhalten und danach ist es wieder heile. Boah, halt doch mal endlich deinen Mund, Mann! Der Dicke hier. Und genau deswegen habe ich diesen Raum hier eingerichtet. Jetzt sich das Ding nach vorne gestellt. Sag mal, wie passiert denn sowas bitte? Ich habe das ja nicht mal angeklickt oder angeguckt. Nein, unser Timmer ist unterwegs. Dann ruft sie bei der Arbeit an, so eine Stunde bevor sie losgeht. Ach, Chef, ich nehme Urlaub heute. Chef sagt, ja, ist kein Problem, kannst du dir einfach so aussuchen, wie in jedem normalen Betrieb auch. Lass mal hierher kommen, man kann hier WLAN-Symbole an der Wand sehen, das ist ganz spannend. Und du musst Oh, mal das Menü öffnen, jetzt sind hier so richtig nur schöne Bilder geht's. abgebildet. Das sieht richtig Weg da. unbeholfen aus, wie du mit dem Ding Weg hin da. und her. Weg da. Stell dir jetzt mal vor, da ist einer vor dir und dann so, pop. Kannst du mal bitte damit aufhören? Ich habe gerade Leben verloren. Der Hai war's. Lol, das wackelt jetzt, wenn man da hingeht. Tschüss. War doch besser zum Holzhacken, oder? Die eigene Axt, ja. Drei und ein Keks, genau. Aus dem einen Baum ist einfach kein Baumstamm rausgekommen, sondern ein Keks. Ja. So war das. Leverst du Vollidiot, hör auf Würde damit. mich so hassen, aber Ich hab deinen Stream offen, du Penner. Nix gegen Levos. Könnt ihr mal bitte alle zur Levers Kisan? Ach, Ich habe schon mit der Axt draufgehauen, leider. So mit der Axt drauf könnte ein Klemmchen drin sein. Immer ruf, ruf den Koffer. Nee, Ja, hol die hallo? Bullen zurück. Nee, es geht ein Bömmchen. Ich hab's mit der Axt geklärt. Ist alles in Ordnung. Stellt euch mal vor, ne? Frankfurt am Main Flughafen, Hochsaison. Ein Tag vor den Sommerferien, ne? Gott. Die wollen alle wegfliegen. Die Chihiro kommt an. Koffer, wir checken. Axt. Puff. Ruf da. Nee, nee, ist kein Bäumchen. Ist kein Bömmchen. Naja. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Naja, Cookie. Essen. Marvin, danke schön, dass du mir sagst, dass ich nicht fahren kann. Mach's selber besser. Und tschüss. Bitte. Die letzte Minute, das ist 0 Uhr. Er hat's geschafft, laut meiner Uhr. Ja, 0 Uhr. Ja. Hey. Nice. Weg. Nein, Brauchst du nicht ich habe es doch erzählen? letztes gespielt und da war so eine mit bei mir. Ich weiß das schon. Kevin, hör auf, mir das zu erzählen. Ich mag das nicht, wenn du das tust. Das finde ich nicht in Ordnung von dir. Kevin, lass das. Kevin, ich möchte das nicht. Es lädt noch. Okay, es ist fertig geladen. Und mein Bro ist mit dabei. Hallo, E-Beams 1 Pro. Er lebt das, ey. Die war nicht mal da. Ich war da. Aber nicht als der Tower gefallen ist. Das nicht. Diese dumme Kuh, Alter. Der gefühlt 8 Jahre alt ist, der kann das Spiel nicht. Man rennt halt einfach nicht alleine in so eine Masse rein. Das macht man einfach nicht. Das war noch nie eine gute Idee. Und es ist auch jedes Mal keine gute Idee. Als Fernkämpfer solltest du definitiv nicht in der Nähe von den Gegnern stehen. Weiß Pro-Tipp des Jahrhunderts? Das ist nicht mal lustig. Ist. Tati. Wie soll ich das spielen? Was zur Hölle? Du verlierst das Original jetzt nur, weil es laggt. Nicht weil die besser spielen, nur weil es laggt. Und ich bin MVP, Leute. Null Kills, aber geil. Alle in diesem Zelt hier, ey. Ich werde dich zerstückeln, du Bastard. Oh, Scheiße. Hast du schon mal versucht? Letztes Mal war viel zu leicht. Oh. Scheiße, 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 scheiße. Ich kann das nicht. Damit Hans glücklich ist, wenn er seine blutbeschmierten Sachen sieht. Wo sind die ganzen Leichen hin?
Aber solange wir noch spazieren können, sind die 500 Kilo ja nichts auf den Schultern. Für wie lange? Natürlich! Für wie lange? Für eine Nachtige. Nur die eine Nacht. Das ist denn geil. Wow! Also ich kann mit so einem Schild nach vorne slashen oder was? Ich gehe gleich persönlich ins Spiel und reiß ihm die Haut ab, diesem kleinen Stück Dreckding, ey. Zack. Zack. Sehr schön. Wir haben zwei Heiler, zwei Tanks und zwei DDs. Weißt du, warum das funktioniert, Tati? Weil sie es haben. Wir nicht. Hey, ich habe doch gerade auswählen geklickt, bevor dieser Hurensohn das getan hat. Jetzt ist der Bogentyp frei. Oh. Gewonnen. Der war godlike. Hier. Warte. Zack! 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 Sora-Skin. Gleich fühlt sich mein Kaninchen angesprochen. Des Spiels. Lol. Wenn das. Eigentlich bin ich nur richtig brainless am rumschießen. Ist das super. Das ist... Und dann gucken wir mal, wo es uns hinführt. Also, was, sagte sie und rennt voll in die Sackgasse rein. Ich bin so ein Mensch, ich mag meine Sprache, ja. Und ich finde Englisch einfach nicht schön, ehrlich gesagt. So, ach, hier unten war nichts mehr, ne? Ich gehe da schon lang. Ich denke mir so, ja, wir gehen hier voll auf Erkundungstour. Und dann ist da gar nichts mehr. Oh, wir haben einen Wegpunkt gefunden, sehr schön. Wir haben den einen voll im Zaubern unterbrochen. Das hat er sich 100 pro anders vorgestellt. Oh, ich stelle mich hier so voll zu dem rein. Lol, ich dachte gerade, es kommt jetzt der übelste Blitz, aber im Real Life, ja? Also, dass hier so voll Donner ist. Wir sind viel fröhlicher. Oh, oh, oh. Oh, ich habe Leben verloren. Aber alles easy. Das war nicht, nicht blöd oder so, nein. Benimm dich bloß. Ich weiß ja nicht, ob ich als Städter jemanden anmachen würde, der mit zwei Schwertern und schwarzer Rüstung und einer Armbrust vor mir steht. Ich meine, er ist ja älter als Emil, aber Detlef sieht einfach jünger und besser aus als er. Ist schon ein bisschen bitter, ne? Aber egal. Wir rennen ein bisschen. Eine Hure. Ich glaube, wir könnten irgendwann... Lebefrau. Was ist denn eine Lebefrau? Und die interessantere Frage, gibt es dann auch eine Todfrau? Dann... Ups, ich habe eine alte Frau umgerannt. Gehen wir mal weiter. Ja, genau. Man sieht auch nicht, dass dieser Typ einfach Geralt ist. Nein. Diese Maske, die macht alles zunichte, ey. Willst du mich verarschen? Ich bin hier Gast. Gib mir doch was. Wie kann die Farbe dahinter sein? Die wollen mich doch verarschen jetzt, oder? Nee, mit dem anderen Modell neben dir, Alte. Boah. Geralt, hübsches Porträt. Ui, das ist ja ein tolles Porträt. So, tut mir leid, lieber Händler, aber deine Sachen sind jetzt schon beschissener. Aus unerklärlichen Gründen bleibe ich jetzt mal bei dem Feuerball. Kann ich das hier mal rausnehmen? Nein, kann ich nicht. So nach dem Motto, ach ja, ich habe ja noch meine ganzen Taschen hier überall liegen gelassen. Kannst du die bitte noch mal einsammeln gehen? Natürlich, ist kein Problem. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Das sieht aus, als ob wir hier ins Nest kommen und hier die Megamutter ist. Ja, sind ja nur 100 Gegner, ist ja kein Problem.
Wir betreiben hier voll die Grabschändung eigentlich. Das war's schon? Ich dachte, jetzt kommt der Megaboss des Jahrhunderts und wir sterben fünfmal. Ist das euer Ernst? Kommen da schon die Viecher an? Ich möchte ja mir einfach nur in Ruhe die Gegend mal angucken, weil das voll gut gemacht ist, ja. Nein, nein, ich bin gestorben. No! Oh no! Oh no! Oh no! Warum? Nein! Boah, scheiße, ey. Okay, der ist echt tricky, der Boss. Der ist echt tricky, ey. Wir werden es danach nie wieder umbauen. Ne, wir lassen das so. So, jetzt muss ich den Tisch erstmal finden. Da. Ich bestätige das mal, bevor hier wieder irgendwas passiert. Ein Amboss hat auch jeder. Ich würde mir ja Gedanken machen, wenn so eine Person auf einmal vor mir steht und da nicht mehr weggeht. Naja, aber man würde den Kopf dann eh nicht sehen, weil der ja eh einen Kopfschutz anhat oder so. Nordisches Schwert. Ich habe erstmal niedliches Schwert gelesen, aber das wäre auch lustig gewesen. Es ist beides scheiße. Wir können beides nicht gebrauchen. Aber hey. Mal aufhören, hier dein Ding hier rumzuschwingen. Mann, der hätte mich voll wegmachen können. Da kriege ich nichts für. Was soll das denn? Also das sieht einfach 100-mal geiler aus als in Diablo. Man muss es sagen. Ich finde, das sieht immer richtig witzig aus, wenn die halbe Map hinter einem herläuft.